Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir mein Video wieder anschaust. Heute bin ich hier unterwegs am Bückeberg in der Nähe von Hameln. So wurde dieser Platz hier von Albert Speer als Reichstingplatz entworfen. Weil man von hier am Bückeberg von jeder Position aus einen guten freien Blick auf die Rednertribüne und das Wesertal hat. Und mit dem Reichsernte-Dankfest wurde Hameln dann zu so etwas wie das Nürnberg an der Weser. Und ich werde dann jetzt mal versuchen, die Reste des Fundamentes der Ehrentribüne hier am Bückeberg vom Reichsernte-Dankfest zu finden. Dann nehme ich euch jetzt mal mit ins Gebüsch. Ja, und dann gehen wir jetzt hier mal den Weg runter. Hier ist auch das vorher erwähnte Kopfsteinpflaster, was hier noch so vorhanden ist. Und dort war dann die Ehrentribüne für die Ehrengäste und die Diplomaten des Reichsernte-Dankfest. Die Fundamente der Tribüne waren aus Beton gegossen und dann wurden für jede Veranstaltung die einzelnen Aufbauten aus Holz montiert und nach der Veranstaltung wieder abmontiert. Ja. Kommen wir jetzt hier mal über den Rasen da weiter rankommen, hoffe ich jedenfalls. Hier halt der fantastische Blick über das Wesertal, das man von jedem Standpunkt hier aus hat. Hier befand sich dann die Ehrentribüne, wie gesagt. Da sehe ich auch schon einen kleinen Pfad, der da reinführt. Da gehen wir jetzt mal lang. So, hier durchs Dickicht. Und dann erreichen wir auch schon die Fundamente. Die sind hier hervorragend zu sehen. Einmal hier. Von Efeu überwuchert. So, ein bisschen aus der erhöhten Sicht. Bei den Aufnahmen mit der Drohne konnte ich davon gar nichts erkennen. Das ist hier im Dickicht der Bäume sehr gut geschützt. Und diese Bäume wurden halt nach dem Krieg angepflanzt, damit man hier äußerlich so gut wie gar nichts mehr erkennen kann. Und das Ganze sollte halt ein wenig unter den Teppich gekehrt werden. Nicht, dass das irgendwelche Touristen anzieht. Da hat jetzt mittlerweile doch ein Umdenken stattgefunden. Wollen wir mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ehrentribüne bot halt Platz für 1000 Ehrengäste und
Es war sogar ein Rundfunkstudio und ein Fernsehfilmstudio darin untergebracht. Ein echtes Stück deutscher Geschichte. Begraben unter viel Grün, aber gut zu erkennen noch. Ja, und dies war also dann mein zweites Video hier vom Bückeberg in Hameln, vom Platz des Festes, des Reichserntedankfestes. Es folgt dann noch ein drittes Video in Kürze. Bleibt also dran, seid gespannt drauf und wir sehen uns dann. Also bis bald, euer Matthias.